So ein Bescheid. Oh, ein Beschiss. Du machst mich nach. Nein, ich mach dich nicht, Mark. Ich mocke dich. Are you mocking me? You work for me now. Ey, wenn du alle hierher denkst zum Grogfass und das Grogfass vergiftest, dann könnte es schön in der Fassierung rauskommen. Ein bisschen warten. Ein bisschen warten. Oh ja, da kommen sie. Sie alle wollen was. Das sieht doch gut aus. Das war eine 10er Trefferserie. Ja, du bist. Ja, weil ich Schaden genommen habe, ja. Ja. Ich liebe das, irgendwie kämpft er viel schneller als Talion. Habe ich zumindest das Gefühl. Achso, ja, Kampfhinrichtung, da war ja was. Ja, Trefferserie. You did it. Echt? Oh. Ja. Yeah. Hab ich gar nicht gemerkt. Okay. Das Kampf in Richtung machen. Okay. Das ist so dumm. Warum? Gerade eben habe ich 3 mit einer Combo hingekriegt. Ah! Ich hab gleich die ganze Festung ausgelöscht, wenn das so weitergeht. Let's go! Dann rennt erstmal durch die Gegend. Jetzt hab ich sogar 4 mit einer Combo hingekriegt. Schön. Ja, schön. Gluck, Mu, Gluck! Will sich jemand meinen Titel verdienen? Was für ein gewöhnliches Blutbad. Mittelmaß. Schärfe dein Schwert, Eindringling, und beweise dich gegen Mordors Champion. Der hat richtig geile Äxte. Erschöpfung erleidet Schaden durch Hinrichtung, durch Feuer und durch Schleichangriffe. Out! Ja, ich hab dir einen blöden Treffer gegeben. Ja, während du in der Cutscene warst. Ich kann sehen, du Spinner. Ich würde ihn gerne mit einem Schleichangriff zuerst angreifen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihm das gerade eben ganz gut Schaden gemacht hat. Ja, genau so. Das war natürlich, waren Krieger, nicht wahr? Du kannst mit einer Klinge umgehen, doch ich bin nicht so leicht beeindruckt. Dein Stil ist mangelhaft. Und ich werde es dir vorführen. Ich schiebe dir meinen Fuß so weit in den Hintern, dass du meine Fußnägel mit deinen Zähnen kürzen kannst. Okay. Du hast den Mann gehört? Du hast wohl gehört. Du kämpfst ziemlich beschissen, Mann. Oh, er ist ja beschusssicher, ich vergaß.
Es erzürnt! Geh wieder weg! Renn weg diesmal! Ja, ich mach mal! Und suche lieber irgendwie so Explosionsfässer mit denen. Ja, wenn man von Teufel spricht, da sind welche! Oh Gott. Excuse me, Sir. Der ist benommen. Wieso? Was macht der denn da? Wo ist denn euer Anführer? Was soll die Scheiße? Sag mal, was soll denn die Kacke? So eine Kacke. Gott, das ist so dumm. Nein, nicht den Tyon. Oder Legolas, was weiß ich, wie der Typ heißt. Es ist Celebrimbor. Ich meine, ja. What the fuck? Er ist wieder ein Tür, renn weg! Er ist benommen! Attackier ihn! Nein! Er ist erzürnt! Attackieren! Er ist benommen! Renn weg! Ah! Geht weg! Geht alle weg! Mag euch nicht! Ja, ist nur jetzt zum Aufzehren! Alles erledigt! Ihr wisst nicht, wo ich bin! Ich bin gerade ganz woanders! Gott. Natürlich haben die mich nicht gesehen, ist doch klar. No. Zack. Das reicht noch nicht. Er ist benommen. Komm, yes. Oh, Gott sei Dank. Meine Treue. Gott sei Dank. Errungenschaft freigeschaltet. Krieger des zweiten Zeitalters. Bis zum. Nur wenige Orks konnten sich mit dem Recken messen und mit dem Leben davonkommen. Ihn in die Schlacht zu schicken, bedurfte nur einer Herausforderung. So mancher fähiger Krieger lässt sich auf diese Art manipulieren. Okay, wo ist jetzt die Mission? Ja, okay, das da noch und danach getten wir uns die Festung Sheesh. Yes. Das da machen wir dann beim nächsten Mal. Das. Ghule! Ja, die erscheinen jedes Mal, wenn ich das mache. Daraus brauchst du keine Krauks aus dem Feuer. Du Stechnitzer. Let's go! Hey! Da haben wir wohl unser Vergnügen für heute gefunden! Du bist tot, Tark! Sag Lebewohl! Ja, ich kann! Ich mag Arschgarn, okay? Ja. Er ist voll mächtig, aber er rennt immer weg. Aha! Back in all things. Oh, okay. Das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich das geplant hatte. Okay, der. Deine Hände schon nicht. Die machen ich nee, schon kaputt. Ehrlich. Soll ich ihn rekrutieren oder soll ich ihn
Scheiß auf den. Okay. Ich glaube, da nimmt einer von denen eh so den Platz ein. Schau mal, wer ihn tötet. Er war mir auch lieber. Ashka will irgendwie nicht. Ashka rennt lieber. Sehr gut. Die Belagerungsbestien sind deaktiviert. Es betäubt durch die Falle. Sehr gut, Jungs. Ihr könnt dann gehen, bereitet euch auf die große Schlacht vor. Dann würde ich sagen, nehmen Let's wir jetzt do it. Ich denke mal, die anderen Sachen, klar, wir könnten natürlich jetzt noch die Festung weiter schwächen. Was wäre langweilig. Das brauchen wir nicht wirklich, würde ich mal sagen. Es sind nur noch drei Typen und der Overlord. So, Moment, aber ich würde gerne meine Erfahrungspunkte, glaube ich, nochmal verteilen. Charakter. Wir haben 8 Fähigkeitspunkte. die Frage ist, was kann man überhaupt noch machen jetzt großartig? Ich meine, du kannst eigentlich nur noch die anderen Sachen alle freischalten, die du da halt eben noch nicht hast. Das hat eben jetzt, ob du es nutzen wirst oder nicht, bleibt halt eben dahingestellt. Achso, das habe ich schon. Schön, ja. Unendliche Wut. Deutlich weniger Schaden. Naja, das ist so. Okay, das habe ich auch schon. Geisterhafte Klebe, die ist eh kacke. Elbenwut. Letzte Glut verursacht nach Ende von Elbenwut eine Explosion. Eiskalte Explosion und giftige Explosion. Ne, ich mag Feuer am meisten. Schattenspringer. Betäuben. du einen Feind von seinem Kopf. Nee, das da. Okay. Von besiegten Feinden beherrschen wirkt schneller, wird die Chance auf hochwertige Ausrüstung von Hauptmännern beherrschen wirkt schneller. Okay. Drücke während des Schatten eine andere. Ah, ne, das da. Jo. Der Dolchhagel, ey. Ja gut, da bleibt jetzt fast gar nicht mehr viel übrig. Nö. The sky is the limit, my boy. Yeah, I see. Jetzt haben wir von jedem einen Unterpunkt geskillt. Nice. Ne, hier noch nicht. Geisterkette. Man braucht keinen Fokus. Schleichtischungen können gegen Bestien eingesetzt werden. Okay. Kein Fokus ist besser. Auf geht's! Also er hat 3 Anführer und... sich selbst. Und sich selbst. Okay, Angriffsführer, warum können wir keine Angriffsführer haben? Wir haben... Das ist schon bei die schon sind. Jetzt holst du alle Hochleverigen. Hochrisch der Alberne, Trag der Schleu. Also wir müssen ja einen von denen, die markiert sind, als wirklich Angriffsführer auswählen, weil die anderen gehen ja gar nicht, ne? Ne, das Spiel wählt die immer zufällig aus.
Die sind ja gerade, die anderen drei sind ja zufällig. Du kannst da ja jeden reinschmeißen. Ach so, okay. Ja, dann ist das hier. Nein, nicht der Bodyguard. Nicht der Bodyguard. Den hast du dann nicht mehr. Okay. Den hast du dann nicht mehr. Genau. Den. Hock der Hohlkopf. Ich weiß nicht. Mock Glückspilz. Das ist, glaube ich, ja ganz, ganz nice. Achso, das sind alles einfach Ankursführer, okay. Yep. Mistsammler. Der ist 35, warum? Soll ich einfach die hochlevrigsten nehmen? Ja, natürlich. Je mehr höheres Level du hast, desto besser kommt dir das. Frosch Eschenhaut, Laum der Herumtreiber. Dann haben wir schon. Ich der Fleischsammler haben wir. Der Fleischsammler. Hatten wir den noch nicht? Ne? Das ist ja, überall wo steht Angriffsführer, das sind alle, okay, die zugewiesen sind. Und der Rest sind die, die du dann halt eben auswählen kannst. Aber warte mal, geh mal ganz nach rechts, der eine Urlaub da rechts unten. Was für ein Level hat der? Okay, der 24. Der dahinter. Das Lom, der rumtreibt, den könnten wir auch noch nehmen. Gut. Und dann kaufst du dir am besten noch irgendein Upgrade. Achso. Weil die haben ja, die kommen ja mit einem Up. Weh dazu. Genau, eins von dreien kannst du dir dann aussuchen, was du haben willst. Olox, Kargos, Sprengmeister und so weiter. Mhm. Das kostet natürlich auch Miran, aber Miran verdient man ja eh viel zu einfach. Ja, aber soweit ich es richtig im Kopf habe, sobald du die Upgrades einmal gekauft hast, bleiben die eh permanent. Na, okay. Die Jägern verstecken. Schildträger sind gut. Belagerungsbisschen, giftige Volldinger. Kriegskraut bitte. Feuerschützen. Britenschützen finde ich gut. Nice, okay. Ich glaube, wir sind bereit. Starten. Ja.